hier, was geht mit Paul Berger? Ich bin heute mal nicht allein am Start, sondern Candy ist noch mit dabei. Hallo, achso, ja, hi, 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 hallo. Perfekt. Und zwar, Leute, ihr habt es ja vielleicht im letzten Video mitbekommen, Candy und ich haben live im Stream auf einen Hater reagiert. Revas heißt der gute Junge. Nach dem Stream hat er übelst viele Abos dazu bekommen. Ihr seht schon, er hat jetzt mittlerweile 992 Abonnenten, also er hat fast die 1000 Abos geknackt. Er hatte, glaube ich, irgendwie 400 oder so gehabt. Also er hat irgendwie durch die Videos und so und durch den Stream auf jeden Fall ein gut paar Abos dazu gemacht. Und wir haben uns ja gefragt, ist er wirklich ein iCramix-Hater oder spielt er das nur? Und er hat jetzt heute, gestern war es, vor 22 Stunden nochmal ein Video hochgeladen, bin ich wirklich ein iCramix-Hater? Ich hoffe, er wird darauf jetzt antworten, dann wissen wir endlich, ob er uns wirklich hasst oder ob er uns nur trollt. Wir werden es rausfinden. Wir können ja mal ganz kurz noch hier in die auf die Kommentare reingehen. Du siehst das ja auch gerade. Also, Max, ich gebe dir kurz meine Einschätzung. Ja, sag mal deine Meinung. Also das ist sehr, sehr schwer zu sagen, aber ich glaube, er meint das nicht ernst. Also ich glaube, er ist kein Hater. Und er macht es nur so auf witzig. Ich war mir echt nicht so sicher. So. Ja, ich auch. Am Ende war ich mir auch nicht mehr so sicher. Er hat am Ende so ein bisschen einen draufgesetzt nochmal. Ich war mir eigentlich sicher, weil er meine Songs nicht gut fand. Und die kann man ja nur gut finden. Und deswegen dachte ich, hä, der trollt. Okay. Ja, deswegen. Also jetzt hier Kommentar, auch von ihm angepinnt. Mach Song mit Max und Candy. Okay. Wow. Na, das will ich mal hoffen, denn er hat dich abonniert, Ehrenmann Revas. Okay. Voila, bester Mann, Bruder. Ich verstehe nicht, dass manche Leute denken, das echt ist, Digga. Okay, warte mal. Vielleicht ist es wirklich, ist er wirklich kein echter Hater. Du hast die Frage null beantwortet im Titel. Oh, perfekt. Ja, gut. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal selbst rein. Let's go. Gucken wir mal, ob der Junge wirklich ein Hater ist oder nicht. So, Abfahrt. Bitte alles anschauen. Das Video geht 3 Minuten. Also, wie kann man denn nicht alles anschauen? Ja, safe. Natürlich gucken wir alles an. Der Schein trügt leider nur allzu oft. Wir glauben, die Welt, um uns zu verstehen, aber wir sehen nur ihr Äußeres. Das ist ja voll auf wie sie zu sein gemacht. Scheint. Ich war einst genau wie das? Sie. Ich glaubte an die Menschheit, die Zeitungen, Soapserien, und an Geschichtsbücher. Aber dann kommt der Tag, wo die Welt einem vor den Kopf stößt. Wer ist der Typ? Und dann muss man die Dinge sehen, wie sie wirklich sind. Ich heiße Rebas. Meine Geschichte ist die eines gewöhnlichen Mannes, dem etwas Ungewöhnliches widerfährt. Vielleicht war es so vorbestimmt. Vielleicht war es mein Schicksal. Wer hat sich voll Mühe gegeben? Sonst was. Voll auf episch. Aber eins weiß ich genau. Nichts wird mehr so sein wie früher. Aha. Digga. War er das gerade da? Er hat das voll auf episch gemacht. Yo, Freunde, willkommen zu einem neuen Video von mir. Ihr habt es bestimmt alle mitbekommen, iCramix hat mit Candy zusammen auf 2 Videos von mir reagiert. Genau. Okay, ihr seid euch mehr, wie scheiße der Song ist. Da schaut doch mal, warte mal. 28 Sekunden drin und der Song ist... Was? Was? Geh doch mal. Und jetzt fragen sich alle, meine ich das ernst? Tolle Schnur. Ich war echt, als er das so gesagt hat, im ersten Moment, ne, er hat mich so erwischt, ne, ich dachte, er sagt so, boah, voll gut und so. Ich auch. Mein Gehirn hat das gar nicht realisiert, ne? Ja, so, same. Das war zu viel. Hier so mein Blick, so richtig so, Bro, was passiert hier gerade? Ja, er hat das so ganz komisch gesagt. Schau doch mal, warte mal. 28 Sekunden drin und der Song ist... Was? Geh doch mal. Und jetzt fragen sich alle, meine ich das ernst? Tolle Schnur. Ich bin mir irgendwie unentschlossen, die Schiene zu gehen, dass er wirklich dafür so gefeiert wird, dass er immer so Fake-Dinger macht, so Fake-Hate-Videos, weißt du? Bin ich ein Hater oder bin ich einfach nur neidisch? Nein, Freunde, natürlich nicht. Gespannt. Ich habe sogar das Buch von iCramix geholt. Oh, Mann, ey. Lost Caros, iCramix. Habt ihr gesehen? Ja, Bro, wenn er mein Buch hat, er kann gar kein Hater mehr sein, Leute. Hä? Ist doch klar. Das natürlich aber ich nicht glaub, alle. Bro, ja? Ich glaube, der Witz da dran ist, er hat wirklich dein Buch und dann einfach nur dieses draufgemalte da drüber Mädchen, gemacht. Darunter ist das echte Buch. Das wäre krass. Das iCramix hat mir die Beta-Version von der Paul Berger Limo geschickt. Oh nein! Nein! So, Freunde, ich hab jetzt geöffnet. Hä, Bro? Er das ist macht der er erste. Nicht. Er ist der erste Mensch, der die Paul Berger Limo trinkt, nach mir natürlich. Bro, ist eine sagen, Grenze, die jetzt überschreitet. Was wird er jetzt sagen? Freunde, also dafür, dass das nur die Beta-Version ist und noch nicht das offizielle Produkt, muss ich ehrlich sagen, dass die ist. Spaß, Freunde, ich bin noch nicht Candy und Kopf bei einer Paul Berger Limo. Deswegen, iCramix, wenn du willst, kannst du mir gerne eine Jahresration schicken.
Oder ein paar Stück reichen auch. Kann ich ja mal wirklich probieren, wie sie eigentlich schmeckt. Spaß beiseite, Freunde. Ich lege jetzt auch mal die Paulberger Limo zur Seite. Fragt euch alle, ob ich das ernst meine. Freunde, warum sollte ich iCrimex haten? Ich meine, er hat ein Buch rausgebracht. Ich meine, die Kinder heutzutage, die lesen ja fast eh nichts mehr. Deswegen finde ich das gut, dass er sowas tut. Nicht immer Videos gucken, Spiele spielen. Sondern auch mal einfach mal ein Buch lesen. Ich habe zwar in der Reaktion zum Minecraft-Song gesagt, dass er sich weiterentwickeln soll. Leute, wie kann ich das beurteilen? Aber stopp mal, ey! Er hat doch sogar gesagt, dass es irgendwie komisch ist, dass du ein Buch gebracht hast und so. Ja, er meinte, jetzt sagt er sagt das anders. Nur, ich habe nur das Buch gemacht, um noch mehr Geld zu Ja, okay, aber irgendwie, warte mal. Es geht gerade in so eine korrekte Richtung, merkst du das? Ja, aber irgendwie, das ist untypisch für ihn. Irgendwas kommt jetzt. Ja, ja, es kommt gleich wieder dieser Sound, dieses Du. So, ja, ja, nee, warum soll ich ihn haten? Nee, ist total scheiße. So ein Ding wird das jetzt. Crimex fährt geile Autos, Bentley, Rolls Royce. Er ist selbstständig geworden durch dem, was ihm Spaß gemacht hat und noch Spaß macht. Was ich auch ganz interessant finde, YouTube macht Spaß? Steht, dass bald ein Song von mir rauskommt. Von euch habe ich ja schon gehört, dass ihr alle einen Song haben wollt. Jetzt interessiert mich, was iCrimex und Candy davon denken. Also bei 1000 Abonnenten, wenn Candy und iCrimex mir zustimmen, bringe ich einen Song raus. Was wollt ihr überhaupt für einen Song hören? Wollt ihr einen Diss-Track, ein Feature mit Candy? Ein Diss-Track. Ich will einen Diss-Track hören. Diss-Track an Candy und mich. Mach einen Diss-Track an Candy und mich, Bro. iCrimex, gib mir einfach mal ein paar Ideen. Candy, zudem muss ich auch sagen, ich habe dich echt falsch eingeschätzt. Bro, bei der ersten Hälfte hat er mich. Ich dachte, oh, Ehrenmann und so. Du kannst halt wirklich echt schlecht rappen. Spaß. Ich würde euch auch empfehlen. Der hätte schon wieder rausgenommen. Ey, ich dachte wieder. So, korrekt. Er kann wirklich nicht diese Momente, wo man anfängt, ihm zu glauben, und dann macht er alles wieder weg. Ich dachte echt, in der Sekunde dachte ich, voll korrekt. Ja, ich hör's dir. Er hat ein Talent, dass man ihm glaubt. Und in dem Moment, wo man anfängt, ihm zu glauben, dann genau zerstört er dich. Zerstört er das in dem Moment wieder. Oh Mann. Ich hab auch jetzt Angst, ihm zu vertrauen. Ich habe Angst, dass jetzt wieder was kommt. Die Reaktion zum Diss-Track von Candy anschaut. Und falls der Diss-Track rauskommt von iCrimex, werde ich auch darauf reagieren. Und die Präsident-Reaktion ist auch echt gut. Check gerne meinen Kanal aus, meine Videos. In dem Sinne, gesehen, bis zum nächsten Mal. Haut rein wie Boxer und ciao. Rein wie Boxer. Gut, war ja jetzt eigentlich korrekt noch. Stimmt, ne? Also, eigentlich am Ende, ja. Die Frage ist ja jetzt beantwortet, er ist nicht wirklich ein iCrimex-Hater. Er hat nur getrollt. Ja. Er hat nur getrollt. Ja, er will jetzt einen Diss-Track machen. Freunde, willkommen zu diesem... Und er will jetzt ich bin gespannt. Bro, mach einen Diss-Track, so. Guck mal, ey, der hat wirklich gleich die 1000 Abos. Aber irgendwie, ich habe ihn doch im Stream abonniert, aber irgendwie ging das dann, hat das nicht abonniert. Ich warte jetzt aber noch kurz, weil ich will der 1000. Abonnent sein. Ah, okay, strong, ja. Warte, ich wollte noch die Präsident. Ey, Digga, Präsident. Freunde, das habe ich ganz oft geschickt bekommen das auch. Das Ding ganz ist, weil Präsident ist einer meiner Favorite Songs von dir. Finde ich echt gut, das Lied. Komm, wir schauen uns noch seine Reaction an. Bei einem neuen Video, heute reagiere ich auf Candy. Präsident. Ich habe sehr hohe Erwartungen. Gut. Ich meine, der Minecraft-Song war ja übertriebenes Müll. Ich bin mir nicht sicher, dass der den Song toppen wird. Ey, stopp mal. Mal sehen. Er sagt das so, also guck doch mal, es war ja übertriebenes und er lacht dabei, macht so die Hand so und man denkt so, er sagt Müll. Gut, aber er sagt dann immer, es ist so unerwartet. Einfach. Er macht das unerwartet. Okay. Er macht das gut. Also ich setze jetzt mal mein Headset auf, so, und dann reagieren wir einfach mal drauf, Freunde. Let's go! Digga, geiler Beat. Mit 100% der Stimmen wurde ich einstimmig gewählt. 100% der Stimmen, das bedeutet etwas. Ich erwarte jetzt wirklich was Krasses. Oha, okay. King Candy, der King der YouTuber-Insel. Das ist eine Ansage. Der erste seiner Art, meine Insel mach ich stark. Ne, er nickt. Ja, er fühlt das, er fühlt. Ja. Ich mach Urlaub mit Flauschi an der Krümelküste. Guck mal. Oh. Oha! Freunde, geil! Das war er hat's gefühlt, er hat's gefühlt, Bro. Das war wirklich eine Line. Das war wirklich eine sehr kranke Line, Freunde. Bitte mehr davon, bitte mehr. Oha. Wirklich. Feiert's wirklich. Bro, ich nutze meine Chance, um aus Paul Hills etwas Besseres zu machen. Ich dachte, er macht's komplett schlecht. Alter! Boah, das ist auch eine sehr gute Message. Nicht mit Äxten oder Waffen. So, er will kein Beef, er will kein Streit, er will alles normal erklären. Das sollte man als Präsident auch so tun, finde ich.
Das passt auf jeden Fall zum Songtitel. Hä, er gönnt? Seit wann gönnt er denn so? Alter, geil! Boah, also hier muss ich auch mal sagen, Mercedes. Dieser Reim war ja Katastrophe, wirklich, der war echt scheiße. Welcher Stein wie bei Tetris, Papageien im Käfig und ein Zoo voll mit Panda-Bären. Will keine Möhre mehr zum Frühstück, sondern Camembert. Danke an alle, ich werde euch niemals enttäuschen. Candy ist jetzt im Gebäude, die neue Ära ist heute. Jetzt trägt die Statue von Banks einen Regenbogenhut. Und der steht ihm richtig gut, ich hab noch lange... War das jetzt ein Diss an Bandits? Ich will keinen Fitner machen, aber ich würde mir das nicht gefallen lassen. Nicht genug, ich werde die Steuern absenken, um euch das Leben zu erleichtern. Er ist jetzt echt korrekt. Bis jetzt ist echt korrekt. Sehr, sehr korrekt. Er steht nicht auf Grenzen, also theoretisch könnte jeder Paul Berger Hills besuchen, so ist gar kein Problem. In der Riesenresidenz bin ich eure Exzellenz, doch mein Wort ist, was euch lenkt. Danke Stani, Dr. Banks, danke Crimex und die Gang, danke Paul Berger. Banks. Sorry, er heißt Banks, nicht Ben X. Tut mir leid. Hä? Er hilft sich, spricht der neue Präsident. Von der Bau GmbH zu einem Dach mit Helikopter. Jawohl! Dach mit Helikopter. Meine erste Regel lautet, lass mal Flauschi in Frieden. Sie hat jetzt Immunität, das gilt von heute, bis ich fliege. Okay. Alter, oh, Frieden gut. Auf Fliege ist halt wirklich auch scheiße, ne? Das ist ja wirklich ein Katastrophen, was er gemacht hat. Aber der Song ist schon, muss man ehrlich sagen, nicht gut. Was? Zeit. Gemeinsam sind wir stark und die Inter- ich liebe diese unerwarteten Kunst. Ihr glaubt nicht, das ist so. Ihr kriegt eine Jahresration Paul Berger Limo. Paul Berger Limo, ich will auch was davon haben. Bitte. CEO Schlag, Stani und Crimex Brüder. Seitdem ich an der Macht bin, ist alles besser als früher. Dr. Banks kriegt eine Statue. Flausch in der Küste. Solange ich an der Macht bin, werde ich euch alle beschützen. Ich bin wach, wenn sie schlafen. Ich fahr den krassen Wagen und hab ne also, komm, wir gucken. Und wer euch das ist dieser verdreckte Flow. Dieser Scheiß-Flow. Ich liebe ihn wirklich. Er ist besser heute. Beim nächsten Mal, denn ich bin King Candy. Der beste Anführer seit Alpha Stein. Und ich höre es auf, wenn sie... Das war auf jeden Fall ein Diss an Alpha Stein. Alle meinen Namen schreien. Der beste Anführer seit Alpha Stein. Wenn sie alle meinen Namen schreien. Freunde, ich will auf jeden Fall nie wieder auf so einen Song reagieren. Lasst ein Like da, damit ich nie wieder auf sowas reagieren muss. Geil. Ja, was soll ich sagen? Bitte drop nichts mehr, bitte hör auf zu rappen. Freunde, ich hoffe, euch hat die Reaktion gefallen. Lasst gerne geil. Ein Like. Hör bitte auf, Candy. Bis zum nächsten Mal, Freunde. Heftig. Ja, ist nice. Ey, Bro. Ich feier ihn. So gut, ey. Er ist wirklich lustiger Kerl. Aber ich glaube, wir können sagen, die Frage ist beantwortet. Er ist eigentlich nicht wirklich ein Hater, ja? Genau. Es ist Comedy. Also, Reva ist cool. Mach weiter so. Mach weiterhin Songs von Candy runter. Finde ich sehr gut. Leute, bleibt ordentlich. Lasst ein Like und ein Abo da. Und bis dann. Haut rein, Leute. Euer Crimex.